Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essence of Nature. So, ich habe Bauxit und ich hatte noch wie viel übrig? Zwei, ne? Oh, drei sogar. Wunderbar. Das passt perfekt. Nochmal eine Portion und nochmal, wie viel Eisen war das? Vier, ne? Die zwei Erze damit dazu. Die zwei weiteren Obsidian habe ich bereits geschmolzen, natürlich. So, ja. Einiges gefunden gehabt, zum Glück. Zinn, Limestone. Jo. Der Rest kommt erstmal in die Tonne. Zack, zack. Und halt, die müssen auch noch mit rein. Die müssen auch noch mit rein. Ruhe da draußen. Verdammte Flugzeuge. So. Sehr schön, sehr schön. So, ja. Schwupp. Zu viel Eisen. Hatte ich schon Eisen reingetan gehabt? Kann sein, kann sein. So, wunderbar, was habe ich gesagt? Also drei, das habe ich schon. Wie viel habe ich jetzt noch? Neun, ne? Ja, perfekt. So wie geplant war. Sehr schön. Die können wieder weg. Moment. So. Weg, weg, weg. Dann sollten wir ja eigentlich das soweit geschafft haben. Zusammenbauen. Crossbow. Das und. Nope. Du da. So. Jetzt brauchen wir noch Crossbow Bolts. Bolt, hier, so. Wie geht denn das bei denen jetzt hier? Herr Jemini. Iron Bolt gibt die Stelle dran, wie viel die an Schaden machen. Break Chance, okay. Moment, also. Was ich weiß, ist, dass die Crossbow Bolts auch mit Repair verzaubert werden können. Das heißt, wenn sie auf 0 gelangen, kann man sie in Anführungszeichen reparieren. Was doch sehr nice ist, oder nicht? Was für Dings nehme ich denn? Wo steht denn hier der Schaden? Tech 0,5 bis. Wow. 50? Tasty. wie werden die denn gemacht? Okay. Wo ist denn hier das Pink? Pink sieht doch sehr nach Alemite aus. Die sind alle nicht besonders krass. Vielleicht nehme ich da wirklich mal Eisen und hau da einfach Quarz drauf. Für. Ne? Warte mal. Müsste ja auch dabei stehen, nicht wahr? Warte mal. Das hier sind die Bowls, genau. Bolt Core und Fletching. Oh Gott, da muss ich für das Core-Ding auch erstmal eine Dingens machen, wa? Puh, was ist denn? Oder werden die direkt gemacht? Das wäre ja sehr angenehm. Das ist Arrowhead. Shuriken. Shuriken, ja. Nein, okay, sowas gibt es hier nicht. Das ist interessant. Was mache ich hier? Wie? Okay, ich bin verwirrt. Ach, das ist Retreat. Halt, stopp. Ja, aber. Wie macht man die denn? Ups. Nee, nee, nee. Das wollte ich nicht. Einfach nur. Stone Tool Rod. Und dann. Einfach Eisen drauf kippen. Okay, geht das auch mit Nicht-Stein? Manner Steel. Hey, wir können Manner Steel benutzen. Ha! Das ist eine lustige Idee, oder? Das. Ah, okay. I see, I see.
Break Chance 2000%. Der ist witzig, ja. Der ist sehr witzig. Okay. Darum müssen wir uns noch kümmern, das zu verstehen. Okay. Ich glaube, ich gehe mal eben kurz gucken. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay. Okay. Kommt mal wieder ein bisschen näher. Entschuldigung. Wer können... Also, ich habe mich informiert und ich habe gerade ein bisschen Alu-Might gemacht. Diesmal clevererweise mit, nicht mit, Inkets, sondern mit Nuggets, was ganz praktisch ist, was nämlich 15 Alumite-Nuggets plus 4 Obsidian und 4 Eisen-Nuggets gibt, genau ein Ingot. Und ich habe hier Eisen-Tool-Rods gemacht, die packt ihr dann hier drauf und lasst die mit zum Beispiel Alumite übergießen und dann kriegen wir dieses, oh, jetzt ich hab's schon hier reingelegt. Dieses Iron Bolt Dings mit Alumite Tip quasi vorne dran. So, ich habe Leaf Fletching genommen. Also wir brauchen für das Crossbow Bolt, ja, Fletching und diesen Bolt, Iron Bolt Core. Und das Fletching macht ihr einfach mit dem Fletching Pattern im Dingens mit echt einfach nur Blättern. Super toll. So, und wir haben jetzt, kriegen jetzt hier dieses lustige Zeugs. Und zwar, sogar die haben es gelevelt, interessant. Ja. Ne? Alumite Bolts. Reinforce 2, das ist ganz nett. Ammo 132. Klingt ganz gut, denke ich. Und deswegen machen wir das jetzt mal. So, wir haben unseren Crossbow. Und wir haben unsere Crossbow Bolts. Jawollo. Ich... Haben die... Ne, haben sie nicht. Okay, Tja. Weil wenn ich würde gerne möglichst schnell da einen Modifier drauf kriegen, damit ich einfach da Repair drauf hauen kann, damit die sich quasi regenerieren, also zurück, also wieder neue dazu machen. Das klingt zwar lustig, aber es funktioniert. Das ist das Witzige daran. So, eben mal kurz ein bisschen aufräumen, weil das dreht sich immer noch mega schnell. So, kurz aufräumen hier. Ich habe so viele Tools inzwischen, das ist der Wahnsinn. Ich mache hier oben, glaube ich, jetzt mal eine Toolkiste. Das darf weg. Du darfst erstmal weg. Du darfst weg. Du darfst weg. Du bleibst hier. Das ist das. Du bist ein Tool. Du bist auch ein Tool. Aber dich behalte ich vielleicht. Ah, du bist auch toolartig. Gut, das kann auch wer ins Bücherregal. Zack. Okay. Okay, wie wäre es mal mit Exempel? Nachgeladen. Ah, der ist ja unglaublich langsam. Oh. Zwei Schüsse. Okay. Aber das Ding ist echt mega langsam. Interessant. Wir können aber mit Redstone Speed drauf machen, das weiß ich. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Modifier. Wie viel habe ich da jetzt 40 drauf gekriegt, weil ich dem Zombie 40 Schaden gemacht habe? Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal wirklich vorbei. Wir gehen mal in Nether und gucken mal, dass wir uns ein bisschen... One-Shot? Krass. Der hat aber nicht mehr viel Leben gehabt, wa? Krasses Ding. Gut. Trotzdem, Nether. So, und gucken wir mal, ob wir da uns was, ja, ranholen können. Denn 4 Blaze Rods brauchen wir noch, um damit Magical Crops machen zu können. Yo, yo, yo. Oh, lag. Okay, einmal Festung Teleport. Hier geht's runter. Ja, ja, ja. Oh, irgendwann mal Licht machen. Es ist mega dunkel hier. Gefühlt. Alles frisch geladen. So. So natürlich so gut wie möglich. Ja. So gut wie möglich das mit Hand zu machen. Im Sinne von selbst verkloppen. Danke. Zwei haben wir schon mal. Nice. Fängt gut an hier. Vielleicht sollte ich doch mal einen Käfig hier drum setzen. Aber jetzt habe ich gerade nichts zum Bauen dabei. Ja.
Dip, dip, dippity dip, 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 dippity dip. Aha, aha, Komm her. Danke. Flup. Nachgeladen. Ah! Gott. So ein Scheiß hier. Mir. Ha! Trottel. Da kann man nichts raus. Schade. Gut, dass jetzt wir direkt wieder hin, sonst fallen wir noch über die Reling. Das wollen wir dann natürlich möglichst schon mal ein, bitte. Okay. Give me the blaze rods, please. No. Oh. Komm schon, komm schon. Blaze. Ja! Ich kriege auch so! Bam! Und die haben wieder nichts gedroppt. Was ist denn los mit den Viechern? Komm schon, seid nicht so. Mano! Come on, come on! Oh, wir brauchen bald Slimes. Slimes wären auch noch wichtig. Für Magma Cream, für die Blästen. Fölles, au! Doch nicht direkt in mein Gesicht spawnen, du Arsch. Aua, das brennt doch, das tut doch weh. Das ist nicht nett, das gibt... Pow. Oh. Lass das. Lad nach, danke. Arsch. Oh! Lass das. Aua. Komm schon. Oh, falsches Ding. Haha, jetzt wollt. Okay, alles wird gut. Alles wird gut. Zurück nach Portal. Wuhu. Okay, ab nach Hause. Ich mag Blazes nicht. Deswegen vermeide ich es auch möglichst, oh Gott, die Blazes immer mit Hand farmen zu müssen. Das ist nämlich echt kacke. Okay. Wir haben es geschafft. So. Dann gucken wir direkt mal, was unsere lustige Farm denn schon alles Feines für uns gefarmt hat. Gefarmt. Sehr gut. Mehr Fuel möchte sie gern haben. Das können wir gerne arrangieren. Arrangieren. Mhm. Gut. So. Bitteschön. Gib mir das. Fehlt noch ein bisschen was? Wie wär's, wenn ich mal die Watering Can... Hallo! Ich... Au! Bist du... Alter! Was soll das? Was bist denn du für ein Arsch? Komm her! Ja, ich glaube Takt. Ich brauch dringend ein Dach. Jetzt! Go! Effe dich ins Knie. Aber ganz gewaltig, mein Freund. Okay. Was wollte ich? Die Watering Can. Ganz genau. Watering Can. Watering Can. Und einfach mal ein bisschen draufhalten. Hoppa. Das geht scheiße schnell. Alter, guck euch diese Geschwindigkeit an. Das ist doch nicht normal. Ich habe es immer noch nicht genervt. Ich habe nämlich bis jetzt eigentlich ja, durchgehend aufgenommen. Deswegen. Oder durchgehend für die Aufnahme gearbeitet. Deswegen konnte ich hier mich noch nicht darauf konzentrieren. Zu gucken, zu überlegen, was man denn hier nerven könnte. So, 4 Stacks sind exakt ausreichend. Hey, das könnte ich mal am besten hier drin machen, oder? Ich denke auch. Wo sind meine Steinchen? Hätte sogar noch viel Gehirn gehabt. Das ist okay. Danke, man kann Schiff reinklicken, Gott sei Dank. So, okay, also. Weak. Flip. Merken bitte.
Dann Regular. Auch merken. Strong. Merken bitte. Wunderbar. So. 5 hiervon. Normalen Seed haben wir sogar noch drüben in der Kiste. Und hopp. Und her mit den Blaze Seeds. Ja, follow. So mag ich das. Yeah, baby. So, was mache ich mit dem verdammten Wee Quit? Quit kommt erstmal weg, glaube ich. So. Pack das mal schön fein an die Seite. So, dann können wir jetzt hier nochmal eben diese Blaze auspacken. Yeah. Yeah. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. So, oh, oh, mit den Blaze Rods können wir auch die Endoflames füttern. Ich glaube, ich habe letztens was gehört, aber was war das so gleich? Das war sogar bei Direwolf gewesen, genau, im Regrowth, dass, ich glaube, Blaze Rods genauso viel bringen wie ein Block Kohle, glaube ich. Irgendwas habe ich gehört. Ich bin mir nicht 100% sicher, also das ist keine exakte Angabe. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich wollte das Ding eigentlich nicht. Na komm. Das wäre ganz gut. Dann können wir... Dann behalte ich auf jeden Fall die Endoflames. Wir brauchen noch... Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchten... Genau. Achso, das war da hinten. Wir brauchten... Netherwarzen, genau. Netherwarzen für... Und unsere Rune... Alter. Unsere Rune... Für die Munchdrew. Und dann können wir uns auch mal richtig. Ah ne, schon gut. Aber ich brauche vor allem viel Mana für unseren. Wenn wir unseren Sojourner's Stash mal benutzen können. Da war noch irgendwas gewesen, was irgendjemand erwähnt hatte, was ich noch. Ah, genau. Wir müssen uns dringend Chocobos anschaffen. Hier in der Nähe sind sogar zwei. Ein Weibchen und ein Männchen, habe ich gesehen. Die können wir dann auch mal ein bisschen breeden. Das wäre ganz schön. Ja, dann können wir uns nämlich da auch mal schneller fortbewegen. Und die haben ja auch Step-Up. Also zumindest die grünen und blauen. Und das ist ja nur eine Breed-Stufe quasi über den gelben. Ach ja, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr was über Chocobos wissen wollt. Ich weiß nicht, ob es viel Neues gibt, aber ich denke mal, es hat sich nicht viel geändert. Deswegen guckt euch mein Chocobo-Tutorial, also Chococraft-Tutorial an. Haben wir ja schon gemacht. Schon eine Weile her, schon von... Und für Hexit, zur Zeit des Hexit, habe ich dieses getan, gemacht. Und ja, es ist aber immer noch, denke ich, ziemlich aktuell eigentlich. So, ich möchte gerne Blazerutz. 4 Stück. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie gut denn unsere Endoflames mit diesen Blazerutz umgehen. Und wie sehr sie sich freuen. Yes, Baby! Es funktioniert. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Oh yeah. Oh yeah. So, wir könnten eigentlich dann mal 2. Planter für Magical Crops. Preisfrage. Brauchen die Licht zum Wachsen? Ich glaube nämlich, also Licht im Sinne von Tageslicht offen nach oben und so. Ich glaube nämlich nicht. Oh, wir könnten auch hier wohl nochmal eine Glasdecke einziehen, weil auf Glas kann nämlich auch nichts spawnen. Haha. Dann kann ich mein Clearglas ja doch noch benutzen, denn ich habe hier noch ganz viel Clearglas rumfliegen, wo ich nicht wusste, wohin. Das hält uns auch die Endymänner vom Hals. Wie wäre es denn mit hier? Ja! Das ist doch eine super Idee, nicht wahr? Finde ich prima. Auf jeden Fall brauche ich mehr Platz für meine Pflanzen und vielleicht sollte ich wirklich einen zweiten Stock anschaffen einfach. Das war da irgendwie im Keller... halt Sachen anbauen, die jetzt nicht so wichtig sind. Vielleicht sogar die hier, wobei ich finde das eigentlich so schön bunt hier. Das würde ich gerne hier behalten. So, dann haben wir jetzt unser echtes Gewächshaus. Ich muss noch ein bisschen mehr Glas machen, denke ich mal. Oh, danke. Aha. Oh, das kriege ich auch zurück. Ja, nice. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass das Ding als Construct Glas auch unzerbrechlich ist. Also im Sinne von reusable.
Okay. Oh, ich kann auch den Radius größer machen und es dann einfach da in die Mitte stellen. Ich weiß noch nicht so genau. Ich weiß noch nicht so genau. Ja, aber wie dem auch sei, wir sind am Ende schon lange angekommen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.